Naja, ist ja eine komische Entscheidung. Ich dachte, ihr Zwerge macht das besser, aber gut. Wir bauen Fundamente, die stabil sind, die viele Jahrtausende halten. Ich würde mal zweimal mit dem Fuß auf den Boden treten. Ja, sieht stabil aus. Ja, damit das nicht wieder abgerissen wird beim nächsten Mal, wenn der irgendeine Satrapa oder Sultana sagt, das muss ja alles abgebrannt werden, dann geht das nicht mehr. So, was wolltest du sagen? Ich hab dich unterbrochen. Ist die Statue denn alt oder habt ihr sie neu gemacht? Oder hat der Typ die neu gemacht? Nee, der Widderhornkopf hier. Die haben wir gefunden beim Aufbau. Die war wohl noch im alten Tempel drin. Verstehe. Ach, aber die haben sie einfach wieder benutzt. Ja, die Geweihten haben gesagt, die kann man wieder nehmen. Das ist Leftan, glaube ich. Ich glaube, der Typ hieß Leftan. Und die sagten, die Statue soll nicht weg, die können wir nochmal benutzen. Und dann haben wir gesagt, dann kommt er hier in diese Seiten, in diesen Seitengang rein. Sehr schön, sehr schön. Ja, würde euch nicht bei eurer Arbeit stören. Tut ihr nicht, wir haben eh nichts zu tun. Das meinte ich damit. Wollt ihr vielleicht ein bisschen würfeln? Klar, immer. Damit springen sie mal runter von ihrer Position und versammeln sich dann um so ein kleines Holztischchen herum, räumen dann irgendwie die ganzen Sachen ab, fegen irgendwie Papiere beiseite und machen dann Platz für den Würfeltisch. Also, was spielen wir denn? Ist ein schwieriges Spiel, kenne ich von zu Hause. Müsst alle gut aufpassen. Jeder kriegt 3 Würfel und wer die höchste Zahl würfelt, gewinnt. Klingt einfach. Okay, kriegen wir hin. Also, haben alle verstanden oder soll ich nochmal erklären? Was für Würfel nehmen wir denn? Wie viele Seiten? Was habt ihr denn? Also wir haben von W4 bis zu W20 haben wir alles da. Also nicht so große Würfel, das kann ja keiner zählen. Nehmen wir die 6 halt hin. Die heilige Zahl des Kura wäre natürlich der W9. Ja. Also, die nehmen wir die 6er, die sehen doch gut aus. Okay. Laila, spielt ihr mit? Ja, gerne. Ja, dann allen W6 bitte in den Würfelbecher. 5 von dem Zwerg. Ich hab aber Brett- und Kartenspiel. Ja, willst du bei einem reinen Glücksspiel taktieren? Glück im Spiel hilft dir. Wenn du Glück im Spiel hast, darfst du nochmal würfeln. Andererseits, Brett- und Kartenspiel mit Spezialisierung Falschspiel würde helfen. Ja. Falschspiel ist ein separates Talent. Warte, wirklich? Ja. Mann, da. Es ist ein Handwerk und kein Wissenstalent. Willkommen bei DSA 5. Naja, ich würde den Zwerg angucken. Aha, du bist auch gut im Würfeln. Ja, Mann. Naja, dann nochmal. Aber diesmal würfeliger als du. Okay. Oh, nicht schlecht, ist aber nicht so schlecht. Okay, diesmal hast du gewonnen. Sehr gut. Aber ihr habt alle die Regeln sofort verstanden und es ist keine Prügelei ausgebrochen. Irgendwie ist nicht wie zu Hause. Enttäuschend, oder? Tja, so ist das. Ja, was für spielt nochmal? Ein Kreuzer oder ein Silber? Kreuzer. Um Silber, der hier weiße wieder Sold gekriegt, da kriegt er wieder große Fresse. Könnte 2 Runden spielen, um Silber. Ach, euch schlage ich doch immer noch. Ja, hier. Also gut, hier, ein Kreuzer. Ja, während die würfeln, wird da so ein bisschen vor sich hin und her brummeln und sich wieder eine Pfeife anstecken. Naja, ich bin zumindest ganz froh, dass ich hier rumhängen muss. Hier hat man wenigstens noch ein offenes Dach. Stellt euch vor, ich müsste den Elfertempel wieder neu aufbauen. Der hat kein Dach? Doch, der hat ein Dach. Gerade das ist ja das Schlimme. Da drin stinkt's wie Olle. Wart ihr schon mal da drin? Wir waren ja vorbei, aber... Vor allem ist die Geweihte völlig blamblam. Die Elfertgeweihte pfeift sich dieses Kraut rein, was hier irgendwann wächst. Was hier so leuchtet, weißt du? Und dieses rote Zeug. Die ist völlig gaga, Mann. Oh. Und die Sinnegeweihte auch, aber nur einmal im Jahr oder so. Danach geht das wieder. Ansonsten hat die immer nur irgendwelche komischen Visionen. Aber mit der Elfertgeweihten kannst du gar nichts mehr anfangen. Der ganze Tempel wird ja von der Novizin da... Das ist so eine ganz junge, von der wird da gerade geleitet, weil die Delfinia kriegt gar nichts mehr hin. Schlimme Sache. Ja, schlimme Sache. Aber diese Shania, die vorne steht, die ist gut drauf.
Der Asaban ist neu hier. Der ist ein bisschen schüchtern, würde ich sagen. Redet nicht viel. Ist ein ganz schweigsamer. Ist mir nicht zugeritten, oder? Naja, keine Ahnung. Ist wohl eine große Nummer. Nee, der war nicht groß. Nee, Mann, also der ist nicht so super klein, aber nicht so groß wie du, aber der ist wohl irgendwie beseelt von Reihe oder so, sagt man. Oh, aber ganz was Feines. Ja, Wunderkind. Kann bestimmt gut mit Pferden. Ja, er hat so eine Pferdestatue, die schnitzt er selber. Kann er ziemlich gut. Ich weiß nicht, warum er nicht selber sowas schnitzt. Ich meine, er ist jetzt noch nicht lange hier, erst seit ein paar Tagen, aber schnitzen kann er trotzdem ganz gut. Der könnte das ja aus Holz bauen, diese Statue. Macht er nicht. Keine Ahnung, warum. Ja, ich schnitze auch nicht so schlecht, möchte ich sagen. Also, so eine Axt kriege ich hin. Na los, so viel in den Kreuz an den Pott. Naja, ich mach ja schon. Na, du bist auch geldgierig. Naja, wenn ich mich so viel... wahrscheinlich hat er keine Zeit, was zu schnitzen, weil er sich die ganze Zeit um seine Haare kümmert. Eitler V. Ja. Naja, zumindest haben wir nachher, wenn die Sonne untergeht, haben wir dann... kriegen wir das Geld weiterhin, aber die Geweihten passen nicht so auf. Vor allem jetzt in den letzten Zeiten. Jetzt, wo Asaban da ist, geht John ja auch ständig nach oben in den Palast und feiert. Ja, ständig irgendwelche Feste. War die schon mal da oben? Nee, was wollen wir denn da oben? Feiern? Nee, wir haben gehört, die Mauern da oben sind verflucht. Echt? Aber Shania geht da immer hin. Ja, die Räume bewegen sich, da haben wir gehört. Nee. Doch. Das ist nicht gut, oder? Naja, es ist nicht gut. Angrosch baut starke Mauern, die verformen sich nicht und bewegen sich nicht. Alles Unfug. Meinst du, die Mauern da sind schlecht? Ja. Oh. Bist du mal ein Zwerg ran? Ja, müssen wir mal gerade ziehen. Nur für gutes Gold. Ja, müssen wir mal gerade ziehen. Ja. Ja. Aber geht schon ja oft los oder nur so einmal im Monat? Nee, abends. Jetzt wo Asaban. Ja, jetzt wo Asaban da ist. Oh. Sie redet halt oft mit Euphemia. Das ist die Sultana, musst du wissen. Weil sie will halt Geld haben. Will halt Geld haben und jeden Tag redet sie das Gleiche mit ihr und kommt dann immer enttäuscht mal wieder zurück. Hier, kannst du nicht mal Geld irgendwie geben für den Raya-Tempel? Und immer sagt sie nein. Immer sagt sie, wir müssen das für die Straßen ausgeben. Sie sagt ja, der Travia-Tempel kriegt auch nichts. Naja. Naja, aber für Fest reicht's ja. Für Fest reicht's ja, richtig. Oh. Ja. Also gut. Würfeln wir noch ein bisschen. Nicht so viel Politik quatschen. Ja. Okay, letzte Frage an Serpentilio und deine Mannschaft. Möchtet ihr noch auf Suche gehen oder wirklich nur warten? Wie unruhig fühlt Diamantis sich? Das ist eine Entscheidung, die Diamantis oder Sulman treffen muss. Also, er verbringt die Zeit... Auf Rachsucht. Rachsucht? Wer hat sich denn bei dir... Ach ja, Kelvara. Nee, es geht um die Nachtwinde. Nachtwinde in der Rachsucht. Aber die haben ihm doch noch gar nichts getan. Die haben ihn aufgeschnitten. Auch das letzte Mal, stimmt. Ja, Rachsucht wird kalt serviert. Ich kann mich dran erinnern, dass ich letztes Mal gesagt habe, ich würfel deswegen keine Rachsucht, die triggert. Und, ja, kannst du machen. Ja, das mache ich jetzt genauso. Also, jemand... Zulman, wenn ihr so hier auf und ab geht, macht ihr mich noch wahnsinnig. Ja, du hast vollkommen recht. Ich kann hier nicht einfach nur auf und ab gehen. Wie genau soll ich hier in diesem bepolsterten Sessel sitzen, während ich weiß, dass diese Wichser draußen auf den Straßen hier herumlaufen und noch atmen können? Was haltet ihr denn davon? Warum geht ihr nicht los und schaut, ob ihr ein wenig Feuerschläge auftreiben könnt? Und auf dem Weg könnt ihr vielleicht Ausschau halten, ob ihr mehr von den Nachtwinden erfahrt. Ihr solltet wie sie unwissend uninteressant sein. Ihr seid schließlich noch, hoffe ich, durch meinen Zauber verschleiert. Und du bleibst dann hier mit Boltax und Ippolita? Es wäre sicherer. Ja, Hauptsache, du bist nicht alleine. Das sagt Ippolita, wenn sie das hört. Oder
würde ich dir überhaupt nicht sagen. Ist sie bei euch? Also wenn sie bei euch ist. Ich nehme an, wir sitzen hier zu viert in so einer Suite oder so. Also, ja, okay. Es gibt hier wahrscheinlich so ein Herrenquartier mit so einem großen Himmelbett und so. Ja, so ein Separé. Und dann halt richtig, und daneben gibt es dann vermutlich noch ein nicht Gesindezimmer, halt ein Bedienstetenzimmer oder so mit irgendwie zwei Stockbetten, die drei sich da teilen dürfen. Boltags pennt vermutlich auf irgendeiner Couch oder so. Mhm. Worum geht's? Ihr wollt jetzt Abenteuer erleben? Ich komme mit. Nun, auch ihr solltet noch vor allzu inquisitiven Augen verborgen sein. Lasst euch nur nicht vom Gesinde abstechen, ne? Ja, hatte ich nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass meine Ausbildung das zulässt. Nun gut, dann versucht mir ein wenig vorherrschig zurückzukommen. Oh, und wenn ihr zurückkommt und ein wenig Zeit habt, erinnert mich mal daran. Ich habe einige interessante Ideen, wie wir euch, sagen wir, unter die Arme greifen können. Ich kam letztens darauf, als ihr mich das Geschicklichkeitselixier beratet. Ja. Aber deshalb Zeit für einen anderen Tag. Nicht ihr, verzeiht. Achso. Ventilo schaut immer noch aus dem Fenster, während er spricht. Ah. Und wedelt nur ab und zu mit der Hand so in Richtung der beiden. Dafür finden wir sicherlich noch die Zeit, nachdem Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Genau, nun gut. Dann ich schließe hinter euch ab, klopft dreimal an, wenn ihr hinein wollt. Hi. Ah. Hippolyta, dann holen wir jetzt wohl ein bisschen Feuerschlick. Und vielleicht läuft uns ja noch der ein oder andere Nachtwind über den Weg. Also das ist jetzt eine Kabalim, die Magier hast? Richtig. Sie kann in Sintiana hat uns damals. Ah, ihr kennt ihn gar nicht, aber. Du kennst ihn gar nicht, aber das war ein sehr kluger Mann. Er hat uns von diesem Kabalim oder diesem Kult erzählt. Weiter. Scheinen wohl alle Magier zu sein und nur Magier jagen zu wollen, sie zu töten. Sie haben mich aber hier. Aber wir haben einen Schleier der Unwissenheit auf uns liegen. Ihr seid verschleiert, ja. Du hast Gorio schon zugehört, oder? Ja, ich weiß nicht, was ist denn dieser Schleier der Unwissenheit? Nun, verbirgt euch vor magischer Entdeckung. Genau. Vor allem verbirgt er euren und natürlich auch ihren Astralkörper vor eben dieser Entdeckung. So, du kannst also jetzt, du kannst jetzt entweder darauf warten, dass du angegriffen wirst, was A, nicht passieren wird, weil du, nicht erkannt wirst, oder B, du kannst jetzt irgendwelche Leute angreifen, von denen du denkst, dass sie Nachtwinde sind. Naja, und wie willst du das machen? Aber du bist doch eine Magierin. Du hast doch die Möglichkeit herauszufinden, wer magisch ist oder nicht. Aber nur, wenn sie ebenso nicht verschleiert sind. Warum sollten sie das denn sein? Weiß ich nicht, weil sie es können. Ich meine, wir rechnen doch damit, von Nachtwinden angegriffen zu werden. Die wohl nicht. Naja, sie rechnen nicht, von Nachtwinden angegriffen zu werden, weil sie welche sind. Aber wenn Fremdigees zu ihnen kommen und sagen, oder man kann um Senserei, dann werden die sicherlich Möglichkeiten haben, uns entweder sich zu tarnen oder aber uns Feuer anzugreifen. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass mir auf dem Weg ein Plan einfällt. Okay, ich komme auch gerne mit. Mir ist es egal. Ich meine, die Sachen sind lustig und wir können auch gerne im Hafen oder sowas rumschwimmen und Wasserleichen aufschneiden. Die gab es in Kuslik halt nicht. Aber wir können uns auch ein wenig durch die Stadt begeben und schauen, ob wir Abim hier irgendwo erwischen und uns einfach ihnen, ohne ihm Bescheid zu sagen, an die Fährte hängen. Ich meine, von dem wissen sie, dass sie ein Magier sind. Ich denke, für euch wäre ein Abstecher in den Zug, um euch mit ein paar Straßengaunern zu arrangieren, vielleicht das Gesündeste. Tja, das können wir machen. Ich will euch jetzt nicht irgendwen hochnehmen, nur weil er meint, sich mit dem Falschen mit uns angelegt zu haben. Ich bin wegen den Nachtwinden hier. Na, dann geh in den Zug und schrei nach den Nachtwinden. Dann werden die schon kommen und dich aufschneiden. Dann musst du... Wollt ihr sie so schnell wie möglich angehen oder so gut wie möglich, Diamantis? Selbstverständlich möchte ich ein wenig von beiden haben. Ich möchte nicht ewig warten. Ich möchte nicht, dass diese Sache unerledigt bleibt, bevor wir die Stadt wieder verlassen. Und je schneller ihr und je mehr ihr herausfindet, desto mehr können wir einen Plan machen und uns der Sache annehmen. In dem Moment wissen wir gar nichts. Dann wird das wohl nur eine Kundschaftsmission. Na, scheiße. Ich hab's erwartet. Wenn ihr euch alleine in tödliche Gefahr begebt, kann ich euch auch nicht helfen. Na, dann bringe ich dir mal diesen Feuerschlick. Ja, dann schließe ich sofort die Tür zu.
Okay, dann bist du alleine. Mit Boltax, der pennt. Mit Boltax, der schläft. Und schau auch weiter nervös aus dem Fenster. Fühlt sich beobachtet. Ja, aber das liegt an dem Gotong in der Ecke. Den du uns nicht mitschicken willst. Damit ich dir beim Sterben zusehen kann, ohne was tun zu können, eine Verschwörung zum Verbindung zum Beschwörer ist eine Einseite, also eine Einwegstraße. Deine Fenster sind nicht vergittert. Du bist zwar im zweiten Stock von dem Hotel, aber vergittert sind sie nicht. Ja, deswegen sitze ich ja davor. Ja, eine Alternative zum Fernsehen, aber okay. Ja, dann verlasse ich mit Hippolyta das Hotel. Wo genau befindet sich das eigentlich auf der Karte? Ich habe ein bisschen rumgeklickt. Das ist hier an der Ecke. In der Nähe vom Bayer. Das Hotel im Burischer Hof. Okay, großartig. Das ist das ehemalige Spielhaus, was abgebrannt ist. Direkt, ich wollte gerade sagen, war hier nicht direkt in der Nähe der Ziggurat? Ja, das war die Goldhütte, die Abel mir. Genau. Die Boltax abgebrannt hat. Du meinst das Waisenhaus? Ja. Goldene Waisenhaus. Das Waisenhaus. Hier wurde das wieder aufgebaut. Okay, dann laufe ich aber hier noch nicht direkt in den Zug hinein, sondern werde mich hier unten entlang begeben, denn hier bin ich auch das letzte Mal in den Zug reingekommen und ich möchte möglichst, ich werde mir die Gassen natürlich nicht gemerkt haben, aber möglichst vertrautes Territorium aussuchen. Und wie ich es schon eins getan habe, werde ich am Rande des Zugs eine zwielichte Gestalt aufsuchen wollen, um nach Feuerschlick zu fragen. Das könnte nur schief gehen. Nichts. Währenddessen klopft es an der Tür von Serpentilio. Ja, nein. Ich ignoriere das natürlich. Also ist es das vereinbarte Klopfzeichen? Oder? Es ist ein zweifaches Klopfen. Nö. Ich sage gar nichts. Ich klammere mich an meinen Stab und blicke die Tür an. Zische irgendwie viel zu leise zu Voltax, der vor sich hin schnarcht. Effendi. Ist die Stimme von dem, Gott, wie hieß er noch gleich? Dem Verkina? Nein. Dann sage ich nichts. Es klopft nochmal an der Tür und dann siehst du, dass sich irgendwie Schatten bewegen. Es sind mehrere Schatten. Fange an, leise, also unter Unterdrückung der Formel, einen Fortifex zu zaubern. Ich würfel den mal. Ich lasse mir Zeit. Dauert dann so eine halbe Minute, glaube ich. Ich müsste nachsehen. Also wenn die vorher die Tür einbrechen, habe ich ein Problem. Fortifex hat keine Wand. Wie lange war die reichbar? Also, was auch nicht so schnell sagen muss. Gut, da mal hin. Und natürlich im Türrahmen. Klar. Du kannst irgendwie auf deiner Seite flüstern hören auf Tulamidisch mit starkem maraskanischem Akzent. Media ist meine Muttersprache. Aber maraskanischen Akzent hörst du auf alle Fälle. Und dann, ja, geht dann Fortifex durch. Atme erleichtert auf, erst einmal, und warte ab, was da noch passiert. Sinneschärfeprobe. Hören. Sinneschärfe. Hören. Ist ein körperliches Talent. Geschafft mit göttergefälligen maximaler 13 Erschwernis. Du kannst sehen, wie sich auf der anderen Seite von der Esplanade, kurz ein Blick durch das Fenster, wohl ein Greifvogel, ein Maran erhebt und dann ziemlich scharf an deinem Fenster vorbeifliegt, dann nach oben zieht und direkt über deinem Fenster sitzen bleibt, auf der Regenrinne. Ich schließe die Fensterläden. Derweil bei Diamantis und Hippolyta bzw. Elrike. Hast du eine Gassenwissenprobe gewürfelt? Habe ich nicht. Kriegst du sofort. Hätte ich drauf kommen können. Kulturkunde und so habe ich natürlich nicht. Aber 5 Punkte sonst. Ja, schleiß dich in den Zug hinein und siehst wieder dieses Gewirr aus Dreck, aus irgendwelchen Tieren, die da sich gegenseitig auffressen. Du willst nicht genau wissen, was das ist. Hoffentlich ist es ein Hund und kein Schakal oder so etwas. Und hoffentlich ist das eine Ziege, die er da frisst. Denn es hat irgendwie Hörner, bist du der Meinung. Und während du dich durch das Gewühl tastest, kannst du sehen, wie ein Mann mit schwarzen, stumpigen Zähnen auf dich zukommt und so einem leicht irren Blick. Hey, willst du was kaufen?
Du hast was zu verkaufen? Siehst aber nicht so aus, als hättest du das, was ich brauche. Ich hab das beste Zeug hier. Mann, ich kann dir alles geben. Alles? Ja. Siehst du nach Feuerschlick? Kann ich dir geben, kann ich dir geben. Als Pulver. Pulver? Ja, oh. Mann. Das gute Zeug. Erinnere mich kurz dran. Letztes Mal, als wir es bekommen haben, haben wir es als Pflanze bekommen oder als Pulver? Letztes Mal war es höchstwahrscheinlich frisch. Ja, genau, da kamen wir ja einen Tag nach dem Feiertag. Genau, da war ja Morondra hier. Ich habe ja ein wenig was von Serpentilio bezüglich Alchemie gelernt. Würfel Alchemie. Auch eine entsprechende Probe würfeln. Ich glaube, das war damals auch schon Pulver, denn wir haben das noch. Getrockneter Feuerstück ist immer ein Pulver. Okay, ja. Kann mir kurz wer sagen, was auf was für... Würfel 3W20. 3W20, alles. Ich habe einen Talentwert von, das wird es nicht sein. Das ist Mut KLFF. Ist nicht geschafft. Willst du die shippen? Nein. Ob du die 20 shippen willst? Nein, will ich nicht. Nein, will er nicht. Achso, ich hab was verstanden. Komm, ich verkaufe dir das Pulver, es ist nicht gestreckt, das ist das Beste. Das bekommen die Erdgeweihten von mir auch. Ich beliefer direkt den Tempel, musst du wissen. Du belieferst den Tempel? Ja, Mann. Weißt du siehst aus, als würdest du diese Gasse hier nie verlassen. Nein, ich gehe oft rum und so. Hey, eine Sache will ich hier klarstellen. Willst du mich verarschen? Nein, Mann, komm, hast du Geld? Ich brauch Geld, Mann. Du kannst mir vertrauen, ich bin Orech. Ich hab dir meinen Namen gesagt, jetzt kennst du mich, wir sind Freunde. Ja, Orech. Freunde würde ich uns nicht nennen, aber wir können vielleicht ins Geschäft kommen. Diamant, ist das dein Ernst? Ach, kommt. Das wird schon was. Und Sulman ist mein Name. Ach so, ja, richtig. Ja, und ich bin Alrike. Das ist Orech. Ja, komm mit, Mann. Kommt in den Zug rein. Ja. Ich folge dem Mann auf Schritt und Tritt. Kannst sehen, wie er gemeinsam mit dir zwischen den Häuserfronten irgendwo nach links abbiegt und du stehst vor einem gewaltigen großen Rohr. Führt wohl in die Kanalisation oder so etwas, zumindest stinkt es bestialisch. Das führt zum Effa-Tempel, komm mit! Du willst mich verarschen, da kletter ich nicht rein. Komm jetzt! Du kannst die Scheiße holen und herbringen und dann bezahle ich dich, aber du willst doch jetzt nicht von uns erwarten, dass wir da durchklettern. Also du stinkst schon bestialisch, aber das wollen wir uns nicht auch noch antun. Okay, warte hier. Nicht weglaufen, ich hol. Hast du Geld? Zeig's erst. Wie viel willst du? Ja. Schau mich an, sehe ich aus, als hätte ich kein Geld? Nee, ja, du hast recht. Okay, ich hol's. Warte hier. Damit läuft er in die Kanalisation, das ist Platschen, dann wird es dunkler und dann verschwindet er. Ich laufe hier mit einer Maske aus vollem Silber herum, was, wenn ich es laut ausspreche, nicht klug klingt. Und der Mann ist irgendwie drogenabhängig. Und höchstwahrscheinlich gerade auf einem Trip oder so. Ja, vertrauenswürdig. Und außerdem habe ich Frust, den ich abbauen muss, also... weiß ich wahrscheinlich, dass ich hier in eine Falle reinstolper. Ja, ich stelle mich zum Rohr, blicke dem Mann noch, wie er da reinkrabbelt, hinterher. Du musst da nicht reinkrabbeln, das Rohr ist riesig. Ach so, ich blicke ihn dennoch hinterher, da will ich keinen Fuß reinsetzen. Schon schlimm genug, dass wir hier im dreckigen Zug unterwegs sind. Und stelle mich dann mit dem Rücken zur Wand und halte mit verschränkten Armen meinen Blick auf den Dächern und den verschlossenen Fensterläden hier. Du kannst sehen, wie wohl jetzt auf den Fenstern, merkwürdigerweise kannst du, eben hattest du noch einige dreckige Gesichter gesehen, mittlerweile kannst du keinen mehr erkennen. Hast du Gefahreninstinkt? Nein, habe ich nicht. Da habe ich mich gegen entschieden. Du hast Glück gekauft. Ja, und dann kannst du sehen, wie zwei, es sind wohl Ferkiner, ziemlich klein, braun gebrannt, so fast kupferförmige Haut, kommen sie dann wohl durch die Gassen geschlendert.
sprichst du Ferkina? Ich spreche kein Ferkina, nein. Ja, zumindest, wenn sie dann auf dich zukommen, brüllen sie wohl irgendwas rüber. Es klingt wie eine Art Blöken, würdest du meinen. Und sie scheinen dich wohl zu grüßen, heben ihre Hand und sehen aggressiv aus. Das sieht mir nicht aus wie Nachtwinde.